Ich habe viele Jahre als Drehbuchautor für Fernsehserien geschrieben, hatte aber irgendwann das Gefühl, dass ich eine Geschichte schreiben will, die den Nerv unserer unsicheren Zeit trifft. Eine Zeit, in der Radikale lauter werden, in der Ordnung zu zerbrechen drohen und in der wieder Mauern gebaut werden. In den 1930er Jahren ließ das deutsche NS-Regime eine der größten und wahrscheinlich größenwahnsinnigsten Militärbauwerke der Welt errichten, den Westwall. Eine 630 Kilometer lange Schneise aus Panzersperren, Bunkern und Tunneln quer durch Europa, von Holland bis in die Schweiz. Mein Thriller Westwall dreht sich um eine Polizeischülerin, die sich in einen geheimnisvollen jungen Mann verliebt. Nach der ersten Liebesnacht muss sie feststellen, dass er einen falschen Namen trägt. Außerdem hat er auf dem Rücken ein riesiges Hakenkreuz-Tattoo. Kurz darauf gerät ihr Leben in einen albtraumhaften Strudel. Als sie merkt, dass sie eine Marionette ist im Kampf gegen eine rechtsextremistische Terrorgruppe, beginnt sie auf eigene Faust zu ermitteln. Ihre Spur führt sie bald darauf in die eigene Vergangenheit und an den Westwall, in die tiefen Wälder der Eifel. Westwall ist ein politischer und ein psychologischer Thriller, der den Nerv dieser unruhigen Zeit treffen soll.